Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück. Willkommen zurück im Eispalast. Wir haben das, wie heißt es jetzt nochmal? Oh Gott, wie peinlich. Wir haben das Dunkelmond-Großschwert für uns entdeckt und ist anscheinend auch ganz interessant. Es löst Frost aus, deswegen mal wieder eben Fashion Souls. Und let's go. Da sind wir. Mit fiesen, großen, bösen Schlangen. Langen Schlangen. Ich will da oben hoch. Oh. Ich will da rüber. Ja. Suchen wir uns mal unseren Weg hier durchs Labyrinth. Machen wir schon mal Licht an. Wird wahrscheinlich je nachdem ein bisschen dunkel. Kommt drauf an. Ich denke da unten noch nicht. Aber das werden wir mal sehen. So, dann gucken wir uns mal die Schlange an. Genau, den hätte ich gerne. Ja, gut. Ja, drei Schüsse. Drei Schüsse ist natürlich schon ein bisschen... Ist was, ne? Ist was. Da hinten hat uns die Schlange schon gesehen. Was wir aber auch machen könnten. Oh, das sieht ja alles sehr spannend hier oben aus. Sieht ja schon alles sehr spannend hier oben aus. Eine ganze Stadt. Und dann noch mit irgendwelchen Kerlchen da drin. Der sieht mir ziemlich dick aus. Schauen wir uns ein bisschen um. Wir sind im Inneren des Vulkans. Und gehen unseren Weg. Aktivier die Klinge. Wursch. Das ist so wahnsinnig gut, ne? Und es kostet uns absolut halt nur mal null Mana, es sei denn, wir wollen die Klinge aktivieren. Wie weit fliegt das Ding denn? Okay, es fliegt weit. Oder er fliegt richtig weit. Das ist traumhaft. Und noch mal auch noch ein. Wursch. Oh nee, das reicht wiederum dann nicht. Okay. Und natürlich können wir auch damit zuhauen. Wie soll es denn das sein? Jetzt sind wir, glaube ich, zu früh runtergesprungen. Kann das sein? War da oben noch was? Ich weiß es nicht. Hallo? Ja. In den Rücken mit dem wunderschönen Schwert. Oh, ich sag euch, das kann natürlich was werden hier, ne? Das ist... Oh, was? Ey. Was? Ah, das... Oh. Huch. Komet! Der schmeißt mit Giftpötten hier auf uns. Das ist natürlich richtig uncool. Kommen wir nochmal hoch? Kommen wir nicht, ne? Weiß es ehrlich gesagt nicht. Na gut, bleiben wir erstmal unten, gucken wir uns hier unten ein bisschen um. Können wir ja mal schauen, ob wir vielleicht etwas übersehen haben. Ich hoffe... Ne, ich bin mir jetzt zu unsicher, wenn ich ehrlich bin. Das heißt, wir wollen... Jetzt wissen wir gar nicht, wie das hieß, ne? Kirche der Kerkergemeinde. Yes. Dann werden wir das Ganze nochmal spielen. So ist es. Da oben haben wir das Item geholt. Und dann geht es ja hier runter, richtig? Richtig. Das ist irgendwie ein komischer Speer oder so, habe ich das Gefühl. Ah, da war es doch. Also mit zwei Hits diese Dinger schon weghauen und dafür läuft das so gut. Das ist schon nett. Gehen wir mal eben kurz hier den Weg entlang. Hallo? Ja, ich hab's schon gehört. Ich hab's schon gehört. Ach, sogar noch ein paar mehr. Dass wir die halt nicht treffen, ne? Das wundert mich ein bisschen manchmal, aber... Und es ist immer der starke Angriff. Na gut, Krumpf. Na. Was hast du dabei? Bestienblut. Also es geht unten weiter, es geht oben weiter. Ich glaube, wir gehen erst von oben weiter, weil...
Ja. Wir bleiben erst oben und gucken uns hier ein bisschen um, weil ich denke, das wird alles ein wenig unangenehmer als eigentlich gedacht. Aktiviere das Schwert. Dankeschön dafür. Und dann zu dir. Wahnsinn. Also das Ding, das haut ja, das haut richtig gut rein. Das ist natürlich ein toller Ersatz für uns, muss man ja dazu sagen. Das ist richtig nett. Und wir hatten hier jetzt nichts vergessen. Jetzt fall bitte nicht runter. Danke. Ja, wir haben nichts übersehen, ne? Wahnsinn. Ich liebe diese Gebiete langsam. Und zwar so richtig. Ich weiß nicht, ob das aufladungs- oder zeitmäßig gebunden ist, dass wir hier Aufladungen haben, aber das gefällt mir sehr gut. Wir haben auch den Talisman natürlich gewechselt. Habt ihr ja mitbekommen. Wir kriegen wieder Mana zurück. Und genau das soll es auch sein. Ah, aber so ein bisschen mehr Reichweite hätte da auch nicht geschadet. Aber egal, wir haben ja noch den Kometen. Unsere Spirale. Wir haben alles dabei, was wir brauchen. Wir kommen wunderbar zurecht. So, hier haben wir nichts. Also war alles gut. Und es war auch alles richtig. Du hast kein Item. Du hängst einfach nur ein bisschen in der Gegend rum. Hier haben wir nichts. Ja, wir hätten jetzt darüber springen können. Glaube ich. Ja, dann sind wir wieder hier. Okay, quasi gesehen. Keine Abkürzung. Aleop, aleop, aleop. Gehen wir einmal nach oben. Weiter nach oben. Aktivieren wir das Ding eben. Wartet ja schon direkt der Nächste. Und der möchte unbedingt gerne unser Schwert kennenlernen. Okay. Ein bisschen kompliziert. Manchmal. Aber wenn die Gegner uns nicht entdecken, wir kommen nah genug ran, dann haut das richtig rein. Ja, da kann man drauf springen. Nee, das ist okay. Das können wir machen. Springen wir bitte hier drauf. Kann ja sein, dass hier noch irgendetwas liegt. Aber es sieht nicht danach aus. Dann können wir nämlich den Weg ganz normal nochmal neu gehen. Ohne, dass irgendwas passiert ist. Und das hat ja sowas von Style, ne? Sowas von Style. Ich meine, das Katana... Oh. Oh. Verdammte Kacke. Das ist natürlich jetzt nicht gut. Das heißt, er verschwindet, ne? Oder ist verschwunden? Ne, da unten ist er noch. Verdammt, er ist verschwunden. Okay, ne. Den holen wir uns. Den holen wir uns auf jeden Fall. Das heißt, wir müssen leider nochmal durch. Es tut mir leid, ich kann es leider nicht ändern, aber das müssen wir anders angehen. Das müssen wir anders angehen. Was wir auch mal ausprobieren könnten ist, wie sieht das denn aus, wenn wir den Zauber hier benutzen bei den Schlangen? Okay, es hat einen Knockback-Effekt. Ja genau, komm mal hoch. Hui. Interessante Range, mein Freund. Ja, aber wir sehen schon, wir verballern viel zu viel Mana, ne? Also hier ist die Spirale jetzt nicht so toll. Und gerade weil wir halt auch unser Schwert feiern, werden wir erstmal damit ein bisschen weiter rumhantieren. Gib mir die Macht des Mondes. Mondstern, flieg und sieh! Wie wir sie auch wegscheppern. Richtig schön. Richtig schön. Das ist a lot of damage. Das ist einfach a lot of damage. So, kriegen wir dich da oben jetzt auch? Ne, kriegen wir leider nicht. Das ist schade. Ja, natürlich. Entschuldigung, dass ich gefragt hatte. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Die Spirale kommt da auch nicht dran. Nehmen wir dich. Putsch. So, wo war das Käferteil? Irgendwo da drüben, ne? Ach, da können wir uns runterfallen lassen.
Das haben wir eben nicht gesehen. Aber dann sind wir auch schon ganz unten. Ah, ja, okay. Merken wir uns das mal eben kurz einfach. Da ist das Käferchen. Da ist das Käferchen. Hallo, Schlangi. Schlangi. Wie stehst du denn zu Frost? Frost ist gut. Finden wir auch. So, dann brauchen wir aber den Kometen. Für das, was jetzt kommt. Weil, wo war das Käferchen? Käferchi. Käferchi. Wir sehen ihn doch. Ja gut, dann lasse ich halt runterfallen. Der haut jetzt nochmal ab. Gut, danke schön. Dunkelschmiedestein 5. Wunderbar. Haben wir das auch. Ja, ja, ich sehe schon. Willst du runterhüpfen? Komm, rüpf runter. Yes. Danke. War vielleicht ein bisschen früh, aber... Ah, nein. Verdammt. Glück haben wir ihn nicht getroffen. Wer ballert denn jetzt da so eine Seuche auf uns? Aber nicht nett, mein Freund. Oh no. Oh. Ja, das ist... läuft alles gerade nicht so gut, wie wir es gerne hätten, ne? Ich meine, der Schaden ist phänomenal, keine Frage. Aber alles doch ein wenig komplizierter. Ja. Dann kommen natürlich auch die Situationen, die natürlich dann ein bisschen ärgerlich sind. Aber wir müssen halt einfach ein bisschen üben. So. Laden wir mal eben alles auf. Und dann tun wir so, als wäre nie was gewesen. Und dann holen wir uns erstmal die Ekeltiere von oben. Wir könnten ja direkt von hier runter, richtig? Richtig. Also, da ganz oben, da sind noch ein paar, die irgendwo an der Seite rumkleben. Genau, das wären die nämlich hier, ne? Machen wir Nummer 1. Weil dass das so stark ist, hätte ich ehrlich gesagt nicht mitgerechnet. Muss ich so ehrlich sein, hätte ich nicht mitgerechnet. So, wir können hier runter, wir können hier runter, wir können hier runter. Und dann können wir uns schon mal das Item holen. Sehr gut. Hinter sieht zu aus. Und dann haben wir hier wen? Jemand, der richtig böse kassiert. Gut. War das auch geklärt? Paar haben wir aber noch. Feuerfett mit Kohle. Busch. Ein Maltöter Großbeil. Könnt ihr mal aufhören, diese Suppe hier immer jedes Mal runterzuschmeißen? Ein bisschen schrecklich. Oder? Findet ihr ihn ja auch? Ich finde schon. Aber es sieht so schick aus. Fällt mir sehr das Design. Oh, okay, ja. Aber wir sind auf dem richtigen Weg, oder? Ich glaube schon. Ja, 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 ja. Wir laufen hier wieder hoch. Das ist gut. Das sieht ganz gut aus. Ja, ich komme ja gleich. Wieder keine Geduld, die Kids. Haben wir denn hier irgendwas? Nee, ne? Hier sind wir dann einmal durchgegangen. Hier hätten wir noch was. Danke, Schmiedestein. Da auf der anderen Seite. Da sollte man nicht runterspringen. Dann gehen wir da noch eben hin. Na, hätte ja sein können. Hätte Fahrradkette. Gehen wir nochmal den ganzen schönen Weg einmal hoch. Oh, ja. Also das ist schon sehr stark. Wie ich schon dazu sagen muss. So. Ekel. So, die Seite hatten wir abgescheckt. Korrekt. Gehen wir eben andere Seite entlang. Mal gucken, ob wir da noch irgendwas haben. Kann man hinspringen, kann man rollen, aber weder noch. Bringt uns das was hier? Nee, ne? Nö, nö. Aber jeder will die Nachricht lesen. Oh, da hat jemand was geschrieben, vielleicht Geheimnis.
Dann können wir hier runter droppen. Ich glaube, wir haben alles auf den Dächern. Dann könnten wir uns unten umgucken. Jetzt vorsichtshalber nochmal hier hoch. Aber ich glaube, hier hatten wir alles, ne? Hinten waren die Hunde, da hatten wir das Item. Jetzt können wir weiter runtergehen. Laufen wir einmal im Kreis. Den Dicken haben wir auch schon umgehauen. Der hatte irgendeine fiese Waffe dabei. Da braucht man ein Steinschlüsselchen. Werden wir dann noch einsetzen. Da ist noch Snake. Aha, aha. Ein Pfad voraus. Hier matscht irgendwas ganz widerlich, finde ich. Da können wir nichts machen. Machen wir bitte an hier. Zack. War auch nichts. Eine goldene Rune. Ach, sieh mal eine an. Stehst du wieder auf? Wir uns wahrscheinlich mit irgendeinem Zeug wieder zumatschen. Altes Schwert. Hinterhalt voraus. What? Siegel des Erdenbaums. Gut. Was für ein Hinterhalt. Siegel des Erdenbaums klingt ganz interessant. Könnten wir uns angucken. Wahrscheinlich nichts. Was? Wertvolles Objekt? No way. Warum immer Nachricht? Naja, um Leute zu ärgern. Das heißt, die Ecke haben wir, die Ecke haben wir. Da hinten könnten wir noch gucken, ob es da noch was gibt. Ja, sieht nicht danach aus. Wir dürfen eh nicht unser Hotterhü herbeirufen zur Hilfe. Was eine abgekokelte Stadt. Richtig Randale hier. Mhm. Achso, ja. Okay. Da. Ei. Und der andere auch? Rums. Oh ja, ich sehe schon, ne? Ich sehe schon. Also, ja, wir haben anscheinend noch ein paar mehr Wege. Wie kommen wir denn dahin? Da waren wir ja auch noch gar nicht. Ach, wir können uns von oben runterfallen lassen und dann sind wir ganz unten in der Lava. Ja. Müssen wir mal gucken. Dringend voraus wird benötigt. Oh je, bitte. Bitte. Sollen wir erst oben bleiben? Also wenn wir hier runter gehen, sind wir ganz unten. Dann kommen wir auch nicht so schnell wieder hoch. Deswegen gehen wir nochmal zurück. Wir gehen einfach nochmal eben zurück. Und zwar da lang. Da lang klingt gut. So, weil das wäre so ein Hauptweg gewesen. Der Rest ist, glaube ich, optional. Aber lassen wir uns mal überraschen. Erstens fixieren. Ja, wir sehen ja, was da ist. Steinschwertschlüssel. Let's go. Oi. Heiliges Licht des Eises. Gib mir Kraft. Ja, genau. Na gut, ich meine, One-Shotten tun wir sie nicht. Da, die denn auch. Hätten wir aber machen können. Was passt? Ja, passt schon. Passt. Das mit den Objekten nervt ja tierisch, ne, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, dann ist der mal zuerst mal.
Wir kriegen auch nur ein Ziel zu fassen, ne? Ein Ziel kriegen wir zu fassen, ansonsten nicht mehrere. Ah, wir müssen ein bisschen vorsichtiger sein. Oh, Popobärenstein-Medaillon. Das heißt, wir kriegen mehr Leben. Das ist natürlich nett. Wenn wir es nutzen möchten für uns. Und das war's schon. Glaubt man noch gar nicht, oder? Der ganze schöne Laden hier für so ein Ding. Na gut. Der sieht schon so leicht insgeheim nach Falle aus, wenn ich ehrlich bin. Ich traue dem Braten hier nicht so ganz. Snake! Komm! Ja gut, ich meine, mit den Zaubern werden wir ein wenig effektiver, wa? Okay, wir können da rüber. Oh nein. Müssen da jetzt rüber? Nein, müssen wir nicht. Nee, wir müssen da rüber. Eieieiei. Dieses Game. Ja, hör mal, was ist denn das wieder für ein Irrgarten? Da unten auch noch ein Weg. Hallo. Oh, wir können sie sogar backstabben. Oh, ist das schön. Aufstehen. Und dann kriegst du hier das Laserschwert in your face. Schneeschneide. Achso, kann man hier runter? Was ist denn das? Achtung, Nachricht. Nee. Da unten geht es auf jeden Fall irgendwo hin. Und dann geht es aber nicht weiter runter. Elden Ring, was machst du wieder mit uns? Es geht noch weiter nach oben. Nach oben ist eigentlich immer ganz gut. Ne, nach oben. Immer nach oben. Oben, oben. Mal gucken, was wir oben haben. Ja, wir könnten von hier aus runterfallen, richtig. Ist hier ein Weg auf? Ach, da ist ein Weg auf. Darüber können wir nicht springen. Ich höre die ganze Zeit etwas hier auch. Aber wie soll man denn darüber kommen? Ach, da kann man von da drüben runterspringen wahrscheinlich. Ah, das ist alles a little bit much. Was ist denn das für ein verwinkeltes Schloss wieder? Das ist ja der Hammer. Es ist ähnlich wie Sturmcastle-Gedöns hier. Was ist denn das hier? Gib mir mal dich. Noch jemanden hier? Nachricht lesen. Gut umschauen. Naja, wir gucken uns gut um, aber können wir da runterfallen? Ich finde das schon ein bisschen makaber, wenn ich ehrlich bin. Ich möchte doch den Hauptweg gehen. Also, wir merken uns einfach mal, dass wir auch nach unten gingen. Okay? Aber es ist halt letztendlich ein bisschen dolle. Finde ich schon ein bisschen heftig, dass man jetzt so viele verzweigte Wege hat. Auch da drüben kann man halt entlang, ne? Es ist a little bit too much. So, glaub ja nicht, dass ich dich nicht gesehen habe. Achso, ist gar nichts. Ist auch nichts. Warum ist denn das hier so duster? Noch jemand zu Hause?
sind halt für komische Gestalten. Ich meine, können wir hier aufmachen, oder? Ich meine, es bringt uns nicht viel. Keine Frage, aber wir dürfen aufmachen. Dankeschön. Hier für Vieh. Vor allem, wenn man stilles mal genau hinhört, klingen die ja schon recht widerlich, ne? Oh mein Gott, was bist du denn? Bleib weg, weiche von mir, böser Geist, weiche von mir. Da mal nix, okay. Es ist doch auch einer hier. Warum kann ich den nicht anvisieren? Was soll das sein, ja? Mal erzähl mir keinen. Denn da von hier? Ne, 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 du lebst auch noch. Ja. Okay, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas haben wir noch nicht mitbekommen. Hier stimmt noch irgendetwas nicht. Es kann ein Problem werden. Oh ja, dann sehe ich aber nicht so viel. Ah, ja. Danke. Basten werden wir aber dennoch jetzt nicht. Auf keinen Fall. Ne. Snake? Snake? Kommt hier rein? Nö. Der Snake. Sieht ja erstaunlich gut aus. Bring Großbolzen. Schnecken. Oh ne, jetzt sag mir nicht, wir dürfen uns da überall wieder unten entlang bewegen. Das ist ja fürchterlich. Haben wir einen Dolch dabei? Hier könnten wir theoretisch runterspringen. Aber was bringt es uns, ne? Na gut. Dann gehen wir einmal vorne raus. Mal gucken, wo es da entlang geht. Ich meine, wir haben ja unser... Achso, wir sollen sogar jetzt runter. Warum? Aber oben ging es doch auch noch entlang. Sind wir jetzt einen falschen Weg gelaufen? Oder ist das geplant? Ist das wieder so gewollt von dir, Game? Okay, wir dürfen hier runter. Es ist jetzt keine Abkürzung, die wir hier aktiviert haben. Sondern wir gehen einfach runter und dann dürfen wir uns frei bewegen. Na, klasse.
Ja, jetzt ist die Frage, gehen wir nochmal hoch und gehen lieber den anderen Weg einmal entlang, den wir entdeckt hatten, nach unten. Schon, oder? Würde ich jetzt einfach vorschlagen. Weil hier unten haben wir ja ein Leuchtfeuer, da könnten wir uns ja hin teleportieren. Wie heißt du denn? Gästehalle. Naja, ja, extra für Gäste hier gemacht. Sieht man. Sehr zuvorkommend. Wir könnten... Wo war das denn? Das war doch hier irgendwo in der Nähe, ne? Dass man... Da ist ein Item, springen wird benötigt. Weil wenn wir da unten, ich sag mal, in eine Sackgasse laufen, dann haben wir wenigstens die Items. Dann können wir uns ja jederzeit immer noch zurück teleportieren. Ich meine, das war hier, richtig? Und ich meine, springen voraus wird benötigt. Und das ist auch sehr interessant. Ich glaube, dass der Sprung von da oben nach da unten auch funktioniert. Wir gehen aber erstmal den Weg hier. Ich hoffe einfach, dass es funktioniert. Das ist ein ziemlich weiter Sprung. Aber haben wir. Und wehe, das ist jetzt nicht wichtig. Ein Steinschwertschlüssel. Ist okay. Ist akzeptabel. Und wenn man jetzt hier unten ist, sollten wir wahrscheinlich nicht in die Lava reinfallen. Da sind irgendwelche Viecher. Aber was denn? Da hinten ist Alexander. Oder? Richtig? Ich habe so Angst, ne? Obwohl, nee, warte mal. Hier schimpft nicht. Vorsicht vor Riesen. Jetzt machen wir mal keine Angst hier. Du bist dead. Mal anvisieren. Sorry. Alexander? Nee. Elender Schild. Klingt ja interessant. Ich hatte nicht nachgeguckt, wie es mit Alexander weitergeht. Deswegen verzeiht. Ich dachte jetzt am Anfang, okay, sehr cool, goldene Rune. Aber dem scheint ja nicht so zu sein. Euch geht's auch gut? Sind das viele? Ja, jetzt sag mir, ob das wehtut oder nicht. Gut, danke. Weil es wäre sonst eh ein Instant Death gewesen. Das ist okay. Wir müssen halt hier noch rüber. Hallo, meine Kleinen. Niedelstein. Achso, ich dachte, wir könnten hier wieder vielleicht rein oder so ein Kram. Und jetzt geht's hier hoch. Ja, ich meine, gut, wir könnten die da hinten natürlich alle ein bisschen anhauen. Aber die Frage ist natürlich, ob wir es brauchen. Wir springen dennoch mal runter, wer weiß. Ne, weil Nachricht. Glückseligkeit für nix. Okay. Hier haben wir auch nix. Passt. Sektor clear. Autsch. Tut weh, barfuß. Aber was sollen wir denn mit dem machen? Freund voraus. Mhm. Kann nur sein, dass es doch Alexander ist. Wissen ist. Alle hopp. Und so kommen wir wahrscheinlich wieder nach oben, richtig? Aber nur wahrscheinlich. Oh nein. Ein Springen voraus. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Ticken weit, oder?
Müssen wir von der anderen Seite hin oder so. Oh. Wir kriegen Gesellschaft. Ja, aber hier kann man... Blutfleck berühren. Hat er es ausprobiert? Oder was hat er gemacht? Ne, da hat er gekämpft. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Wenn wir da runterfallen, sind wir dead. Ich will nicht. Aber es gibt hier so viele Ecken und Kanten. Das ist ja zum Wahn... Oh. So zum Wahnsinn werden hier. Hi. Zum Wahnsinnig werden. Bleibt mal alle da, wo ihr herkommt. Also es könnte natürlich auch sein, dass das uns ein anderer Weg gewesen ist. Also dass das hier Springen nicht möglich ist. Ja, das glaube ich. Und ich glaube, dass auch unter uns, wo wirklich die Lavasee ist, ja, das es sieht ja wie Wasser aus, dass wir da auch direkt dead sind. Und das gleiche gilt für hier. Und wenn wir den Sprung jetzt hier nicht schaffen, dann sind wir auch RIP. Ich glaube, dass das nur einfach ein zweiter Gang ist. Wo wir hier rüberkommen. Wir könnten natürlich auch von hier versuchen, rüber zu springen, aber auch das ist einfach zu risky. Nee, machen wir nicht. Kirche der Kerkergemeinde. Da laufen wir lieber nochmal in aller Ruhe runter, gucken uns an, wenn wir da runter uns runterfallen lassen, was da Sache ist. Reicht das denn wenigstens für einen Stufenaufstieg, ist die Frage. Ja, es reicht. Gut. Dann gehen wir weiter auf Int. Stufe 109. Sehr schön. Wünsche euch von daher noch einen wunderschönen Abend. Und oder einen wunderschönen Tag, je nachdem, wann ihr es seht. Und bis zum nächsten Mal. Bis dahin.